Und letztendlich kommt man da raus, wo man jetzt hier rausgekommen wäre, wenn man jetzt gleich die Abkürzung genommen hätte. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ne? So wie es halt immer so ist. Bist du doch irgendwie war doch noch angeschlagen hier. Oh, noch ein extra Leben, weil wegen ich habe eine gewisse Punktzahl erreicht. So, machen wir das so, ist glaube ich intelligenter. Jetzt habe ich noch einen Eiszauber gekriegt, das ist mir jetzt relativ schnuppe. So, da oben sind glaube ich Punkte drin, jo. Das sind mir eigentlich relativ schnuppe, aber hey. So. Jetzt brauche ich nur Mana. Holen wir uns. Einmal hier. Na, also da oben ist halt wie gesagt das besagte Lebensupgrade. Und wir haben hier so eine, ja, Knochendrachen war es halt in Castlevania und droppt halt auch ordentlich Mana, Waffenpunkte, wie auch immer. Alles gut. Wir haben, was wir wollen. Und da wäre ich halt jetzt nicht rangekommen, wenn ich jetzt Chipelle nicht gehabt hätte. So, hier kann ich auch nochmal durch für eine Drachenschlange und Zeug. Mal so. Kann er mich nicht treffen. Ich muss dem Wind nicht entgegenschlagen. Oder entgegenrennen. Na, es kann. Genau. Krieg ein bisschen Mana. Werde ich durchaus gebrauchen können. Zack. Ja, da ist selbst so eine kleine Lücke hier schon durchaus gefährlich, wenn man da irgendwie rüberspringen muss. So, sonst gibt es hier, glaube ich, auch noch ein bisschen Mana. Ich brauche das Mana leider. Für den nächsten Bosskampf, denn der ist tatsächlich auch nicht so ganz ohne. Die Musik, großartig. Das Level ist so ein bisschen so, meh. Also halt, weil wegen den Gegenwind. Ich bin kein Fan von Gegenwind. Ja, es war so klar. Noch ein bisschen Mana. Okay. Ich ziehe manchmal alles ins Lächerliche. Es tut mir ein bisschen leid. So, jetzt nochmal zu dir hier. So. Und dann gibt es hier noch irgendwo ein Herzchen drin oder so. Jo, dass Alfred auch volles Leben hat. Und da oben sehen wir jetzt das erste Mal eine grüne Laterne. Hier ist nur eine Subwaffen drin für Alfred. Nämlich so ein komischer Blitzzauber. Den werden wir jetzt beim nächsten Bosskampf durchaus auch mal gebrauchen können. Na, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich meine, es geht auch ohne, aber mit ist natürlich besser. Denn er selbst ist ja auch so ein Blitzfreak. Machen wir gleich. Ich spiele ein bisschen safe. So, er macht jetzt hier, wenn er auf der linken Seite ist, macht er immer so einen Windstoß. Muss nicht sein, mag ich nicht. Ja, und sonst ihn hier im Flug halt zu treffen, ein bisschen unschön, aber nicht unmöglich. So, hier muss ich echt aufpassen. Ne? Wenn er auf der rechten Seite ist, ist es ein bisschen angenehmer, finde ich, weil er halt nicht so einen extra Gegenwind macht.
Nein, das ist jetzt gerade nicht der Fall. Hätte ich zuschlagen können. Ja, ich weiß. Nichts ist unmöglich. So, mehr Blitze kann ich nicht mehr abfeuern. Vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht aber nicht. Jetzt kommt er mal von der rechten Seite. Kommt er nämlich angestürmt. Macht da so ein extra mega Blitzgedöns. Muss nicht sein. Wir haben ihn erledigt. Er macht seinen finalen Move. Blitzgedöns des Todes. Flashing Light of Doom. Blitze links und rechts und eine in der Mitte. Und immer so ein bisschen gegensteuern wegen dem, ne, Wind und so. So, damit hätten wir die ersten 5 Level abgeschlossen und jetzt geht es endlich in das Schloss, das man die ganze Zeit im Hintergrund schon gesehen hat. So, Level 6. Yay! Was haben wir hier vielleicht drin? Geh mal weg. Nicht, dass ich dich noch versehentlich einsammle. So. Auch diese Gegner, die jetzt da gerade im Bild sind, ne, diese komischen Löwenkopf mit 5 Armen da, kennt man im Prinzip auch aus Castlevania. Ich laufe jetzt auch in jeden Schaden hier rein, ne? Bisschen Schaden kann ich schaden, oder wie war das? Schon, ich fall runter. So schlimm ist es zum Glück nicht. So, gehen wir hier mal runter. Vielleicht kriegen wir hier auch mal wieder einen Eiszauber. Jo. Hier ein Stärke-Upgrade, das heißt, wir machen kontinuierlich etwas mehr Schaden. Mehr Schaden kann nicht schaden, kennt man ja. So. Und dann immer weiter im Text. Dich kann ich, glaube ich, nicht einfrieren. Ne? Einer der wenigen Gegner, die ich nicht einfrieren kann, weil macht keinen Sinn. Aua. So, was haben wir hier? Dolche. Mist, treffe ich auch nichts. Es ist ja jetzt kacke. Machen wir es halt so. Manchmal, ne? Gegner treffen ist so eine Kunst. So, wer hat hier wenig Leben? Du. Hier oben ist nämlich nochmal ein Herz drin. Kleines zwar nur, aber immerhin. Ja, einige Dinge kenne ich inzwischen auswendig. Allerdings nicht alles. So. Was haben wir da oben? Eine Axt, das ist doch was Schönes. Seid doch nicht nein. Hier die Wand, die können wir aufschlagen. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger. Nimm ihn hier zum kurz rüberfliegen. Man würde es auch mit Miriam schaffen, aber ich bin da gerade so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Vorsichtig. Ein bisschen vielleicht auch übervorsichtig. Ist mir aber egal. So, hier machen wir Folgendes. Hier haben wir tolle Lava. Jetzt nicht mehr. Können wir da besser rüberlaufen. Müssen wir weniger Gefahren umgehen und so. Das Herz hätte sich jetzt auch besser benutzen können für jemand anderes. Aber egal. So, und wenn wir nämlich die Lava berühren würden, würden wir sofort sterben. Macht Sinn. So ein bisschen. Sind ein bisschen viele Axtwerfer hier. So, was haben wir noch? Hier ein paar hunderttausend Millionen trifft sich Peppos. Hier erstmal mein Hey, listen, hey. Aber ich hasse es, ne? Wenn diese eisernen Jungfrauen hier von der Decke fallen. Okay.
Soweit so abartig. Hier haben wir ganz nette, keine Ahnung, was soll das darstellen. Möchte gern Succubus oder sowas? Ja, machen Arschbombe, tun sich ihren Arsch weh und reiben den dann erstmal. Aber sonst sind das hier so Playboy-Girls-Dingens, Succubus-Edition. Ich habe keine Ahnung. Aber meinetwegen. So, was haben wir hier? Okay. Haben wir hier vielleicht mal... Nein, haben wir auch nicht. Weißt du, wenn du halt wieder hier das eine Upgrade suchst und das einfach nicht kriegst. Aua. So, haben wir es hier? Nein. Aber, egal. Gehen wir oben lang. Werfen einmal hier so einen Eisklotz. Zack, weg. So. Dann brauche ich erstmal wieder ein bisschen Mana. Und da die Scherentypen, die sind, mit denen ist nicht zu spaßen. Denen ist wirklich nicht zu spaßen, weil die halt durchaus viel Schaden machen, sau schnell sind und sau gemein sein können. Ja, machen wir so. So, erstmal Miriam hochheilen, weil wir werden sie brauchen. Der nächste Bosskampf steht an. So. Oh, Kacke. Der ist ein bisschen wie eine Axtrüstung, der Typ. Ja, Mist, haben wir Jibel verloren fürs Level. Müssen wir mal zusehen, dass wir hier trotzdem durchkommen. Na, wird schon irgendwie. Ja, nicht so. Aber so. So, vielleicht hier nochmal jemand anderen hochheilen. Gibt hier doch bestimmt noch ein Herz. Ja, was haben wir hier? Nee. Vielleicht kriegen wir hier das andere Zeug noch kurz hier vor Ende Gelände. Nein. Dann nicht. Dann machen wir heute kein Geschäft und gehen einfach zum Boss. Hallo. Störe ich dich beim Baden oder kann ich mitmachen? Frag ja nur. So. Die, ja, was bist du eigentlich? Vampir-Lady des Todes? Ich hab keine Ahnung. Die wirft hier einmal hier so einen Stachelball auf den Boden. Freut sich ein Keks. Na, Kacke. Die mit der Axt zu treffen ist auch so eine halbe Kunst. Jetzt macht sie so einen tollen Regen. Mega böse. Macht echt, ne, unschönen Schaden. Kacke. Muss ein bisschen aufpassen gerade. Denn das ist auch einer der schwierigeren Bosse, wie ich finde. Mhm. Schön, dass der Umbrella jetzt unbedingt weiter losgehen muss. Und da haben wir sie auch schon. So wird's Thema schwierigerer Boss. Aua. So. Geht doch. Geht doch. Alles gar kein Problem. Und dann kommen wir auch schon in die vorletzte Stage, ne? 6, 7, ja. 7. Stage. Oh, schöner Soundtrack. So, erstmal ein bisschen Mana sammeln. Weil, wegen warum nicht?
Jahr und erstmal einen auf die Fresse kriegen, weil wegen, warum nicht?